Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Sonne und Mond Video. Erst vorhin kam der Amazon-Link für den Artikel der Pokémon Sonne und Mond TCG-Erweiterung in Japan online. Und was passiert? Richtig, ein kleiner Fehler sah ins Amazon. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein, doch wenn man etwas genauer hinsieht, kann man in der Ecke ein Pokémon erkennen, welches wir zuvor noch nie gesehen haben. Weder Name, Typ, noch irgendwas anderes ist über dieses Pokémon bekannt. Das Pokémon ist im größten Teil blau und lila und mit Stacheln versehen. Ob das jetzt ein Fehler von Amazon war oder das Pokémon zeitlich mit der Demo erscheinen sollte, ist erstmal unklar. Dass das Pokémon aber eine Entwicklungsstufe eines bereits enthüllten Pokémons ist, kann ich mir gut vorstellen. Es hat schon gewisse Ähnlichkeiten zu Reislaus. Auch dachte ich an eine Entwicklungsstufe von Goofa und dass es dem Wassertypen angehört, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber was letztendlich genau dahinter steckt, werden wir erstmal wohl nicht erfahren. Ihr könnt natürlich gerne wie immer eure Gedanken zu diesem Pokémon und Theorien in die Kommentare schreiben. Falls es zu diesem Pokémon neue Informationen geben sollte, werde ich dazu natürlich ein Video machen. Also schön gespannt sein, ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut und auf Wiedersehen.